Also ich bin jetzt drauf. Ja, bist du jetzt drauf? Genau, weil, ihr müsst wissen, Naya hat seine Koordinaten aus Versehen veröffentlicht. Das heißt, ich bin jetzt erstmal drauf gegangen, um safe zu sein. Keiner jumpt dir nach, ja, keiner jumpt dir nach. Geh ich jetzt auch mal drauf und guck. Jo, ja, also... Sieht sicher aus, sieht nicht so aus, als hätte irgendjemand jetzt bei mir Ramazamba gemacht, ein bisschen Party veranstaltet. Und wir werden jetzt diese Folge wieder ein bisschen stripminen. Ich werde meine Position ein bisschen verändern, weil das nicht klug ist, wenn die öffentlich ist. Weil ich keine Lust habe jetzt, weiß nicht, mit ganz vielen Leuten aufzuwachen, die mich targeten wollen. Also unser Plan war jetzt auf jeden Fall gewesen, dass wir unsere, also ich hier meine Zuckerrohrfarm auf jeden Fall weiter ausbeuten werde, wenn da was wächst und weiter abpflanzen werde, da wir Bücher brauchen fürs Enchanten. Was wolltest du machen? Ich gehe jetzt auf wieder auf dir suche. Hat ja letzte Runde so gut geklappt. Dann und ja, meine Position ein bisschen verändern. Und wir haben wieder ein bisschen Fragen, dass es nicht zu langweilig ist. Und die erste. Welchen Kauf bereust du am meisten? Oh Gott, das kommt so überraschend. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir da sogar was überlegt. Dann kann ich direkt mal antworten. Ich habe mir mal vor gar nicht so lange, von einem Jahr oder so ein Trackpad gekauft. Kennst du bei Laptop diesen Trackpads? Und das habe ich mir halt für einen PC gekauft, weil das halt teilweise echt geil ist. So, für manche Sachen ist es halt echt nice, so wenn du dich halt bewegst, wenn du scrollst durch Webseiten oder so. Aber es war halt absoluter Waste. Das war halt cool gedacht und so, aber das hat halt von Apple hat halt über 100 Euro gekostet, auf 100 Euro. In der Zeit habe ich halt noch nicht so viel Geld mit Twitch und allem verdient und ich hätte mir halt also ein Stream Deck oder so kaufen können. Stattdessen, da habe ich mir halt das gekauft. Das hat sich halt null gelohnt. War halt absolut wasted. Das ist so eine Sache, mein Streamer-Mindset ist ja auch so, man kauft sich eher Sachen, so die den Stream voranbringen, als was einen selbst so Spaß macht. Das war halt nicht in dem Moment. Ich hatte Bock drauf, aber jetzt mittlerweile nutze ich das auch gar nicht mehr. Also. Ja, also bei mir war es auch ein bisschen mehr als 100 Euro, tatsächlich. Mir fällt was ein, das ist ziemlich peinlich. Und zwar hatte ich damals einen Mac. da habe ich auch meine Videos früher gemacht. Und auf einem Mac von Apple nimmt man natürlich dann auch nur Apple Maus und Tastatur. Und da gab es halt mehrere Mäuse. Und ich habe mir natürlich die Maus aus Glas gekauft. Oh, ich habe einen Spawner. Soll ich damit irgendwas machen? So, wollen wir den behalten oder soll ich ihn abbauen? Lass mal behalten und gucken, was so da drin ist vielleicht noch. Ja, Gunpowder habe ich jetzt ein bisschen. Oh, Gap gefunden noch. Wenigstens ein Sattel. Wollen wir einen Sattel mitnehmen? Ja, safe. Das Ding ist, hier kannst du halt eine XP-Farm machen. Also, warte, mache ich kurz meine Koordinaten an. Da haben wir einen Spawner. Und dann wieder aus. So, du hast doch Karotten, oder? Ich habe doch keine Karotten mehr, aber könnte sein, dass die auch im Backpack sind. Die habe ich dann schon alle vernichtet. Okay, dann kann ich keine Karottenfarm machen, müssen wir unser Essen irgendwie zusammenfinden. Ich habe 1,5 Stacks Lapis, also wir können damit sehr verschwenderisch umgehen. Dann droppe ich meins mal. Die nächste Frage, kochen oder bestellen? Boah, also bei mir ganz safe kochen. Ganz, ganz, ganz safe. Und sag vielleicht erstmal bei dir, wieso, also was du nimmst und dann sag ich wieso. Es kommt drauf an. Also ich hab halt, so alleine kochen ist halt kacke so. Aber mit Leuten zusammen kochen ist halt nice. So macht auch super viel Spaß. Dann auch kochen, mit kochen danach bist du auch viel billiger. Ist halt zeitaufwendig. Eigentlich schon kochen so, aber in letzter Zeit bin ich auch öfters so Sachen bestellen oder so, weil ich halt einfach nicht die Zeit habe. Ja, also das Ding ist, ich koche auch übel gerne. Ich mache das immer so, ich höre halt immer Musik oder schaue irgendwie YouTube, Twitch oder sowas nebenbei. Aber Big Plus auf jeden Fall mit anderen kochen, das macht's halt viel besser. Zusammen macht das so halt viel mehr Spaß. Ja. Und es halt wirklich, wie du bereits sagtest, ist viel, viel günstiger. Also wenn ich überlege, man bezahlt so viel mehr Geld für schon fertig gekochtes Essen. Also jetzt nicht so Fertigpizzen und sowas, die sind ja auch recht günstig. Aber so selber kochen, allein wenn du überlegst, wie wenig Reis oder sowas kostet. Jetzt kostet ja nicht so mit Nudeln. Das Ding ist, mit Nudeln und Reis oder so. Also ich bin damit teilweise, habe ich im Monat so 80, 90 Euro oder so nur für Essen ausgegeben. Was halt nichts ist so. Ja. Das ist halt echt geschenkt. Und mittlerweile gebe ich halt, also mittlerweile, ich koche halt immer noch, aber mittlerweile koche ich halt auch intensiver richtig coole Sachen. Zum Beispiel Tacos oder so machen wir. Und Lasagne halt richtig immer, halt, ich habe ja auch hier ausländische Mitbewohner. Wir kochen halt immer die Gerichte. Gebe ich mit, glaube ich, so 200 Euro im Monat dafür aus. Aber koche halt immer richtig geiles Zeug. Tacos, boah, Junge. Nee, aber Kochen ist schon sehr, sehr, also ein großes Plus für mich. Also safe call. Welche Höhe bin ich eigentlich? Ich streame meinen gerade auf Höhe 20. Was bin ich denn für ein Held? Ich habe einfach die Orientierung verloren. Und oh mein Gott, erstmal in Lava reinfallen. Never dig straight down. Ach, schön, ey. Stell mal vor, ein Lava tot jetzt. Oh. 10 und hier ist ein wunderschöner hier ist ein Lava-Pool. So, hier, nächste Frage. Wann hast du mit Minecraft angefangen? Also, dafür, dass ich 19 bin und noch nicht so alt, habe ich tatsächlich voll früh schon angefangen. Also, ich habe wegen Unge damals angefangen. Und zwar 2000.
13. Also bei mir ist es schon sehr lange her. Ich weiß nicht, wann es bei dir war. 2012 habe ich einen Minecraft-Account. Ich glaube, ein bisschen früher schon mit Cracked und so. Ja, also Minecraft hat halt so viele verschiedene Aspekte, dass es eigentlich alles an, ich sag mal, Geschmäcker anspricht. Ja, Minecraft ist ja auch so, wie viele Spiele gibt es, die schon so lange existieren, so. Ja, safe. Ich habe, by the way, gerade Zuckerrohr genommen aus dem Backpack und einen Knochen rein für dich, falls du irgendwas vermehren willst. Ja, ich hier ein paar Knochen. Ich habe halt nichts, also, was ich vermehren kann, so. Ich habe hier leider so eine Riesenschlucht, die mich die ganze Zeit nervt und beim Strip mal ein bisschen abhält. Irgendwie finde ich auch nicht so viel. Also ich finde Eisen, aber sonst... Wird es ja eigentlich manchmal langweilig beim Minecraft spielen oder ist immer so... Ich muss ehrlich sagen, mir wird nie langweilig. Also ich habe noch nie den Moment gehabt, wo ich mir dachte, oh, jetzt habe ich so gar keinen Bock auf Minecraft. Ich glaube, das hatte ich wirklich noch nie. Also wirklich noch nie in meinem Leben. Weil du kannst, also wenn du willst und wirklich Minecraft spielen willst, ich glaube, du findest immer irgendwas, was du machen kannst. Ja. Mir war es so, ich habe halt zeitlang, ich hat Bedwars gar nicht gebockt, da habe ich auch kaum Bedwars gespielt. So mittlerweile. Ich habe Dias, by the way. Oh, nice. No fun. Ja, wow, ein Dia gefunden. Geil, crazy, he crazy. Danke. Woo! Oh, geil. Ich habe so Angst, dass jetzt das No von uns jetzt irgendwie. Oh, noch ein Dia. Ja, schön, dass man immer da rumbuddelt. Okay, 3. Oh, ja, okay, doch. Upgrade. Okay, wir haben 6 Dias im Backpack. Pack. Da hast du ein Buch oder so? Ich habe jetzt 17 Level, ich würde halt irgendwas gerne enchanten. Oder wollen wir auf Level 30 Enchanter hochgehen? Ich würde, glaube ich, nicht auf Level 30 Enchanter gehen, sondern alles mit Büchern machen, wie gesagt. Weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein schlechtes Enchantment rauskriegen für Level 30 und dann wieder fahren müssen, ist schon recht hoch. Das Strip meinst du eigentlich gerade auch? Ich strip mein, ja. Aber ich habe leider nicht so gute Höhen hier. Ich habe ja jetzt 17 Level, dann verschwende ich halt mit jedem Level, was ich bekomme, irgendwas. Also haben wir irgendwas zum Enchanten so schon? Ja, also ich habe die Diapsige von mir enchantet. Und hast du Zuckerrohr? Also hast du wie viel? Ist das gewachsen? Ich habe alles angepflanzt und es ist, also ich habe so 12, 13 oder so. Insgesamt das, was ich angepflanzt habe, ja. Oh, und ich baue gerade schön viel Gold ab. Okay, brauchen Karotten, ehrlich. Apropos Gold, ich kann das Ding ist, die Gegner haben viel besseren Stuff, glaube ich. Nicht alle. Das also halt ein paar haben guten Stuff, aber nicht alle so. Ich habe ein bisschen geguckt, ein paar sind echt weit, aber auch einige sind halt gar nicht weit. Okay, ja, nee, also ich habe auf jeden Fall bei ein paar gesehen, dass die schon teilweise Full Dia haben. Ja, das sind aber, glaube ich, die wenigsten. Also es gibt noch einige, die haben auch fast kein Dia-Zeug so. Also das ist halt, wir müssen schauen, dass wir auf keinen Fall irgendwie jetzt die Zeit verlieren. Und ja. wir müssen eigentlich so effizient wie es geht jetzt strip mine. Wollen wir auch irgendwann eine Falle bauen so? In der Mitte oder wo wollen wir? Also in die Richtung? Ey, wir müssen, ich habe beide wieder die Ideas gefunden. Ja, nice. Wenigstens du, weil ich habe bis jetzt wirklich wenig gefunden. Echt gut. Ja, nice. Hier, wir haben jetzt 11 Dias. Das ist gut, weil jetzt, dann macht ihr einen Harnisch. Ich hab schon eine Dia-Brustplatte. Die habe ich auf Dorn enchanted. Also ich laufe gerade mit einer Dorn-Dia-Brustplatte die ganze Zeit rum. Das war gut. Das dann, ist halt, dann Protection ihr, kriegen wir halt mit Büchern so. Wir brauchen Bücher, wir müssen die Bücher enchanten langsam. Ich habe 2 Bücher. Du hast den Enchanter. Ne, warte, ich hab den. Der liegt im Backpack. Ich kann mal gucken, was ich jetzt auf die Bücher bekomme. Also ich nehme jetzt einfach mal einmal Sharpness mit, weil wir brauchen eh Sharpness-Bücher, richtig? Jo. Ich glaube, das ist das Schlauste. Ich habe hier nochmal Prot. Dann würde ich sagen, nehme ich einfach nochmal Prot mit. Das Ding ist, wir brauchen eh alle Enchantments. So, nächste Frage. Was war dein peinlichster Moment in der Schule? Ihr könnt jetzt alle relaten. Alle, die gerade zuschauen, können relaten. Ich habe halt meine Lehrerin übel oft Mama genannt. Also übel oft. Das ist, hä, das weiß, ist, okay, das ist mir nie passiert. Was? Nie? Nee. Oh Gott. Bitte. In welcher Klasse war das? Das muss bei euch passiert sein. In allen Klassen bis zur Oberstufe selbst. Ich mein's ernst. Also unten stelle ich mir das noch so witzig vor, aber wenn du da, also in der Grundschule oder so, juckt das die auch safe nicht, sagen, dann finden die das. Aber wenn du in der 11. Klasse oder so zu Lehrerin Mama sagst, dann denken die sich auch so. Nicht. Ja. Nee, ich schwöre nicht. Es ist so bis zur, ich sag mal bis zur 9. oder so, immer passiert. Jedes Jahr ein paar Mal. Mir ist es so krank oft passiert. Es war mir so peinlich, aber ich meine, im Endeffekt machst du ja nicht extra und ich meine. Ja, shit happens so. Ja, shit happens. Keine Ahnung, was war es bei dir? Wir haben mal so eine Zeit lang gemacht, dass wir aus Spaß so hinter der Person so den Finger die ganze Zeit so auf den Po gezeigt haben, die ganze Zeit. Und ich sag mal so, ich war hinter mir ein Lehrer und ich habe ihn dann vielleicht getroffen. Das war richtig schlimm. ETF? Sehr unangenehm. Aber der Lehrer war cool. What? Deswegen war das keine große Sache.
Ey, aber by the way, immer deine Pickaxe enchanten, weil das geht damit schneller und ich meine, im Endeffekt, du kriegst es eh wieder. Ich gebe dir mal den Enchanter. Ich werde jetzt schon gekickt gleich, krass. Okay, ich wurde gekickt. Ich war nicht bei der Base. Heißt, ich muss schauen jetzt, wie du deine Sache beendest. Ach ja, und mit einem wunderschönen Skelett ein bisschen kuscheln. Dann beenden wir die Sache. Und diesmal auch die Quads gezeigt, oder nicht? Nee, diesmal nicht, glaube ich. Vielleicht vergesse ich es ja, die auszublenden, wie letztes Mal in meiner Aufnahme. Ah, dann, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, alles klar. Und dann ein bisschen Strip Mine. Wir haben jetzt einige Dias gefunden, das ist geil.